Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Jetzt musste ich kurz überlegen, bei den ganzen Spielen, die ich spiele, welches Spiel ich jetzt gerade spiele. Hätte schon fast Eco gesagt. Naja, gut. So. Ich bin natürlich, so wie ich es eigentlich. Oh, warte mal, ich glaube, ich bin sehr laut, ne? Ticken leiser. So müsste passen. So sollte es passen. Echt wieder ein Ticken lauter. So. Genau, ich hatte ja gesagt, dass ich ein bisschen längere Sessions aufnehme. Jetzt habe ich letztes Mal zwei Folgen aufgenommen. Jetzt muss ich eine Folge wieder aufnehmen, weil wir gehen die Folgen wieder aus und ich komme nicht hinterher. Termine, Termine, Termine. Naja. Gut. Kann nur besser werden. So, wo war ich denn das letzte Mal? Ich hatte das Schwefelding, ich hatte das hier umgestellt, ich hatte die Tankstelle hier für die Züge soweit eingerichtet. Gut, das ist vollgelaufen, das Band, das habe ich mir fast gedacht. Genau. Das heißt, die Kisten sind auch alle voll, oder wie, mittlerweile? Ja. Geil. Sehr schön. Das verballern die Züge nicht so schnell. Das sollte relativ lange dauern. Kunststoff wird angeliefert. Ah, sieht noch ein bisschen schleppend aus, oder? Ah. Könnte besser aussehen. Könnte besser aussehen. Eisen wird knapp. Kupfer sammelt sich langsam ein wenig. Was gut ist beim Kupfer, es staut sich langsam. Das ist gut, genau. Das Kupfer staut sich langsam, das wollte ich ja so. Dann funktioniert das schon mal soweit. Dann habe ich hier schon mal mehr Kupfer. Geht hier gerade mehr Kupfer rein, als das rausgeht. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, dann. Ich wollte. Hier auch entlasten. Jetzt muss ich überlegen, wie baue ich das am besten. Ich wollte das hier entlasten. Die brauchen Kupfer und Eisen. Genau, die Kupferdrähte lasse ich so, wie es ist. Das Eisen würde ich gerne entlasten. Das ist jetzt das Problem. Ich hatte überlegt gehabt, ein Band hier durchzulegen. Dann haben wir aber das Problem mit dem Kupfer. Das wird mit dem Kupfer nicht funktionieren. Das ist platztechnisch alles zu eng. Wie könnte ich das Problem lösen? Ne, ist alles zu eng, da kriege ich nichts durch. Wie könnte ich jetzt hier Eisen hin verfrachten, ohne dass das hier so ein krasser Flugverkehr ist? Ich probiere das jetzt mal hier oben. Also ich könnte so auf so. Dann könnte ich hier einen Greifer hin machen. Auf so. Hier würde nicht passen. Das heißt, ich müsste rein theoretisch hier oben. Was gehen würde. Da müsste ich eigentlich nur einen roten Greifarm dahin packen, der das dann. Nee, geht ja nicht. Der kann ja nicht von da nehmen und da reinschmeißen, ne? Das kann der nicht. Der nimmt dann von da und schmeißt da rein. Ah.
Also platztechnisch ist das hier ein wenig sehr eng. Das ist schlecht. Das wird nix. Ich hab gerade überlegt, ob ich das dann irgendwie mit dem Greifer hab, irgendwie, dass dann hier und hier, dass der einer was da in die Mitte schmeißt und dann nimmt die. Aber das passt ja auch nicht. Oh, ist alles. Ich habe das alles ein bisschen eng gebaut. Ne? Ich wollte platzsparend bauen, das habe ich. Und so wie ich das aufgebaut habe, funktioniert es ja auch. Aber so funktioniert es halt nur, wenn hier der Flugverkehr des Todes ist. Ansonsten funktioniert das hier nicht. Es sei denn, ich würde ein Band so legen, dass jetzt hier Eisen lang geliefert. Da, wo die Kisten sind, wird jetzt das Eisen lang geliefert. Das sollte, das kriege ich hin. Das ist nicht das Problem. Also das würde gehen. Ich müsste dann nur gucken, dass die Kupferdinger, also das würde ich eigentlich auch hinkriegen, so angeliefert werden, dass die auf das Band laufen, dass das Band halt durch zwei geteilt wird. Also dass dann auf der einen Hälfte das Eisen läuft, auf der anderen Seite das Kupfer, und dann könnten die rein theoretisch beides nehmen, die ganze Zeit, die Greifer. Die schmeißen zack, 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 zack da rein. So würde ich mir den Flugverkehr für die Eisenplatten sparen. Das würde gehen. Das würde ich hinkriegen. Ja. So, aber ein Problem, das ich habe, ist, dass ich aktuell mehr Eisen verbrauche, als dass ich habe. Und ich sag mal so, daran liegt's nicht. Das Band ist nämlich voll, und zwar bis unter das Dach. Das läuft hier die ganze Zeit voll, die nehmen. Die sind zu langsam. Die sind einfach zu langsam. Okay, dann wollen wir es mal lahmlegen hier kurz. Und jetzt die Frage, ich habe jetzt hier eine Produktion, zwei Produktion, drei Produktion, vier Produktion. Ich hätte hier viermal Produktion, die ich jetzt direkt beliefern möchte. Das heißt, ich bräuchte dementsprechend ein sehr volles Band, was dann jeweils das Ding da rüberschmeißt, ne? Und am besten sogar zwei volle Bänder. Auf dem. Das wird jetzt wieder platztechnisch was. Oh Gott, 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 Gott. Da ist auch kein Band. Ich hab's so verdammt eng gebaut, ey. Ich hab eine Idee. Guck mal. Ich nehme gerade mal die. Passt nicht, willst du mich verarschen? Dann mach halt da, fertig. Mir egal. So, irgendwo muss er halt hin. So, fertig. Strom haben sie.
gut, dann kann ich die Bänder hier lang legen. Und zwar einmal das Eisenband. Und einmal das Kupferband. Also einmal das Eisenband. Auf jeden Fall mal bis hier. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Und das kann ich sogar dann so legen. Dann passt das Band hier nicht, was ich hier habe. Einmal, zweimal. Was fehlt mir denn schon wieder? Kupfer. Das habe ich zum Glück gerade ein wenig angesammelt. So. Ja, bauen wir ein paar Stück davon. Beziehungsweise. Bau die mal einzeln. Dann habe ich sie schneller. Genau. Das sollte passen. Da brauche ich echt gar keins mehr. Da kann ich es direkt drüber legen. Es geht nur auf die. Auf die drei Dinger. Hier auf die vier, besser gesagt. Aber hier. Ah, hier brauche ich noch einen Verteiler, genau. Auf der Höhe ungefähr. Ne, eigentlich einen weiter unten. So. Okay, das passt soweit. Das könnte ich so legen. Das hier kann ich dann so legen. So, dass sie da drauf packen, das kann ich dann einstellen. Ja, ist schon okay so. Jetzt muss ich nur noch einstellen. Ja, da kann der ja eigentlich weg, das bringt ja gar nichts. Die liefere ich doch gerade an schon, oder? Ja, die liefere ich sogar hier oben an. Oh Gott.
dann passt sogar. Ja. Um 1 versetzt, das ist deutlich wahr. So. So. Moment. Ja, wollte gerade sagen. Bevor das da jetzt nämlich durchflutscht, so will ich das ja nicht. Ich will das hier nur auf einer Seite haben. Also wenn ich jetzt das hier befüllen lasse... packen die das wunderbar auf beide Seiten, was mir gar nicht passt. Liegt an ihm hier, ne? Ja. So. Kommt da nichts an? Ach, jetzt sortiert er da oben ein, oder wie? Willst du mich verarschen? Okay. Gut, das, also das da dran legen kann ich. Das passt soweit. Das heißt, ich hätte das dann getrennt. Ich hätte dann... einmal die Kupferkabel. Hier ist relativ simpel. So. Die fordern die ganze Zeit Kupfer an.
was können wir denn hier draufschmeißen? So, so habe ich somit die ganze Zeit auf einer Seite Eisen und auf der anderen Seite habe ich die ganze Zeit Kupfer. Und das hier kommt ja nicht hinterher, habe ich ja gesagt. Da habe ich aber auch schon eine Lösung für das Problem. Ähnlich wie unten. Kann ich einfach den Überschuss da drauf laufen lassen. So, das sollte jetzt erstmal funktionieren. So, jetzt gucke ich, dass ich hier... das hier noch eindämmen. Ja, das mache ich ja mal. Die Kisten mache ich mal gerade schnell alle weg. Ich werde diese Dinger brauchen. Und zwar hier und hier. Hier und hier. Hier und hier. Hier und hier. Und dann... dann lasse ich das einmal komplett durchlaufen. Wunderbar, hier wird es auch geteilt. Ich glaube, meine Idee funktioniert. Ich muss nur dafür sorgen, dass immer genug Kupfer, also Kabel und Eisenplatten ankommen. Also Eisenplatten ist nicht das Problem, das läuft. Die Versorgung ist gut, das Band ist voll. Mit dem Kupferdraht, da komme ich noch nicht so hinterher. Aber das kriege ich auch hin. So, jetzt schaue ich gerade nochmal schnell. Ich schaue gerade mal schnell hier von Hand einfach mal eben. Habe ich noch so ein paar Unterführungen hier rumfliegen gerade? Sticht mir jetzt gerade nicht ins Auge, ne? Nö, dann habe ich wohl auch keine mehr. Jo, gut. Dann brauche ich jetzt welche und dann fehlt mir Eisen. Okay. Ja, und zur Not kann ich das hier, also das sollte volllaufen. Das ist auch okay, wenn das vollläuft. Da bin ich gerade dran, dass das vollläuft. Machen wir es mal so. Wenn das vollgelaufen ist hier, mein Pufferlager, dann läuft der Überschuss sowieso hier nach unten und dadurch. Und dann läuft es in die Produktion und dann wird es gleich verwertet. Das ist ganz gut dann. So, hier habe ich das bereits. Dann mache ich das hier auch gerade schnell. Ja, das ist gut, dass das jetzt klappt. Das gefällt mir schon mal. Ich hoffe, das haut alles so hin, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube, ganz blöd ist die Idee nicht. Nimmt mir dann doch ein wenig den Flugverkehr. Ich wollte es ja eigentlich alles über die Drohnen machen, aber das ist ja doch ein bisschen zu viel Gewusel. Die kommen ja nicht hinterher, die flattern hier in einer Tour hin und her. Die werden ja nie fertig. Das Kupferband läuft voll, das ist gut. So soll das sein. Vielleicht die rattern hier die ganze Zeit durch. Und dann können die ja von hier, von dem, was hier an Kupfer produziert wird,
das einfach an die Kisten hier liefern. Der Weg ist ja relativ relativ kurz, was hier angefordert wird. Beziehungsweise halt nach hier oben muss auch noch. Aber dann spare ich mir das wenigstens bei den grünen Platinen. So, dann ist es nur noch hier, ne? Oh, bin voll. Das müssen wir ändern. Schmeiß mal da rein. Genau, den und den. So. 1, 2, 3. Ah, jetzt geht mir das Band aus. Oh, verdammt. Die Unterführung, besser gesagt. Okay. Kann ich gerade? Ja, ich kann welche machen. Gut, die mache ich schnell. Ja, jetzt mache ich schon wieder länger, als ich wollte. Ich wollte die Folge einen kleinen Ticken kürzer machen. Weil ich jetzt gerade wieder nicht hinterherkomme mit den Aufnahmen. Aber bald sind die ganzen Termine rum und dann sollte das wieder ein bisschen besser laufen. So. Gut, nee, ich muss jetzt aufhören. Sonst wird das zu lang. Gut, dann mache ich beim nächsten Mal weiter. Wie gesagt, sorry, das wird bald. Bald habe ich das ganze Gedöns hier, Termine und alles rum und dann sollte es besser laufen. Dann kann ich wieder längere Aufnahmesessions machen und auch streamen. So. Gut. Dann bin ich soweit erstmal zufrieden mit dem, was ich hier gemacht habe. Und dann gucken wir einfach beim nächsten Mal, ob es funktioniert oder nicht. Wenn nicht, dann muss ich mir halt nochmal was überlegen. Aber bisher sieht es ja aus, so aus, als ob es hier Sinn macht, ne? Als ob es funktionieren würde. Gut, gut. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.